Im Februar verwandelt sich das Theater am Potsdamer Platz in den Berlinale-Palast. Dieses Jahr erwartet die Hauptstadt auf dem roten Teppich Catherine Deneuve, Penelope Cruz, Hugh Jackman und Robert Pattinson. Berlin liebt die Stars und die Stars lieben Berlin. Hier rollen die Fans schon mal ihre Schlafmatte aus, nur um ein Ticket zu ergattern. Ein Teil der Karten wird online verkauft, aber die meisten gibt es an den Kassen, immer 3 Tage im Voraus. Da heißt es eben anstehen. Stunden gewartet, aber dafür stand ich ganz vorne. Berlin strahlt ein eigenes Gefühl, eine Energie aus. Das überträgt sich auf das Festival hier. Ja, es ist so ein ganz anderes Kinogefühl. Es ist nicht so mit Popcorn, sondern einfach Filminteressierte kommen zusammen. Apropos Popcorn. Es gibt auch das kulinarische Kino, eine der vielen Berlinale Programmreihen. Zuerst wird ein Film gezeigt, bei dem es sich ums Essen dreht. Anschließend wird getafelt, was die Berliner Sterneküche so hergibt. Wem das zu gediegen ist, auf zu den Berlinale Partys. Die Locations sind in der ganzen Stadt verteilt. Hier trifft sich die Branche. Das Motto: Sehen und gesehen werden. Eigentlich ideal für Autogrammjäger. Es gibt nur eine kleine Hürde. Ihr braucht eine Einladung oder ihr schmeißt euch richtig in Schale. Vielleicht klappt's, aber Vorsicht. Das Berlinale-Parkett kann ziemlich glatt sein.